bag was mine. Can't you hear me when I call? Der Musikboard-User hat mich geschickt und ich habe den Jonas gefunden. Am Wochenende saß er noch bei ihm in der Werkstatt. Was ist denn das Ding, was dann zum Schluss noch fertig geworden ist? Das Ding, was Heiko auch noch gecheckt hat, war hier das neue Modell extra für die NAMM. Ich bin das erste Mal hier, wurde eingeladen, um hier auch auszustellen. Und das ist mein neues Modell Fuji. Quasi eine fast komplette Hollowbody mit nur noch einem kleinen Block unter der Brücke. Vieles anders, was man vielleicht an klassischen Hollowbody-Modellen anders machen würde, aber ich denke, sehr fortschrittlich und technologisch hochwertig gemacht. Alles klar, dann haben wir das News abgearbeitet, da können wir uns dann nochmal näher mit beschäftigen, wenn wir wieder alle Mann in Deutschland sind. Immer gerne. Vielleicht so einen groben Überblick über das, was du grundsätzlich machst. Mhm. Hat er spaßeshalber gesagt, so vom Gurtpin bis zur Kopfplatte. Gehen wir durch. Und wir haben uns exemplarisch den Siebenseiter ausgeguckt, weil da gibt es auch noch vielleicht was über Ergonomie und sowas zu erzählen. Sieht halt einfach abgefahren aus. Das ist somit das... das abgefahrenste Finish, was ich dann machen kann mit meinem Muster. Das Muster war der Ausgangspunkt für meine Gitarren. Das heißt, ich habe das mal gefunden, das ist traditionelle japanische Handwerkskunst, habe das mal umgesetzt und habe gedacht, das muss auf eine E-Gitarre. Habe das ein bisschen abgewandelt in der Fertigung und in der Größe und habe dann einen Gitarrentop draus gemacht. Und wie man sieht, ist das quasi so ein bisschen mein Erkennungsmerkmal, dieses Mosaik-Gitarrentop. Und meine Gitarren grundsätzlich von den Formen eher traditionell, also nichts, was Leute maximal vor den Kopf stößt, sondern etwas, was dem Auge auf Anhieb gefällt, aber auch offensichtlich anders ist, ja. Gerade eben auch wegen des Tops. Ich habe eine sehr eigenständige Kopfplatte auch designt, die ja letztendlich manche Leute aufregt, viele Leute sehr geil finden. Und für mich war wichtig, eben Wiedererkennungsmerkmale zu haben. Ja? Und die Kopfplatte ist für mich als Gitarrist war immer das Wiedererkennungsmerkmal. Und so habe ich eben so ein Musterelement, was von einem Sechseck umschlossen ist, habe ich gesagt, dieses Sechseck baue ich immer mal wieder ein. Zum Beispiel eben an der Kopfplatte, als Griffbretteinlagen, sind auch alles immer Sechsecke. Und auch das Ende vom Griffbrett ist ein angedeutetes Sechseck, muss aber jedoch den Ausschnitt für die Trussrod haben. So, was mache ich anders? Ich verwende ausschließlich europäische Harthölzer. Wenn es geht, natürlich aus deutschen Wäldern oder von deutschen Straßenrändern, sage ich mal. Manche sind ja doch eher speziell. Und das Ganze dann noch versiegelt mit einem Ölfinish. Das heißt, es ist eine unfassbar natürliche Haptik, die ganzen Instrumente haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was Leute an Vintage-Instrumenten total lieb haben, ist, dass der Lack halt ab ist und die Hand das Ding halt 20 Jahre geölt hat. Ja. Und diese Haptik ist hier quasi schon fast reproduziert, ja? Aber eben in einem neuwertigen Zustand auf Basis von Öl, Harz und Wachs beim Hals. Gibt es die Öle als Rock'n'Roll-Version oder die muss man schon selbst reinspielen? Die muss man selbst reinspielen. Ja. Und ansonsten verwende ich eben auch deutsche Tonabnehmer. Ich greife jetzt ausschließlich auf Harry Häusl bisher zurück. Gab auch noch keiner, der jetzt explizit was anderes wollte, denn gerade in Deutschland, wenn man den Namen nennt, ist alles klar. Dann weiß jeder Bescheid. Hier habe ich noch keinen getroffen, der das kannte. Also auch etwas spezieller. Die Mensuren sind bei mir auch eingedeutscht. Ich bin Ingenieur und ich arbeite mit Millimetern. Das heißt, ich habe eine 650 mm Mensur bei meiner 7-Seiter und bei der Tomo, also bei der Gitarre mit 24 Bünden. Das ist ja das, was die meisten Leute gewohnt sind. Das ist ein bisschen mehr als 2 mm mehr als Fender. Das heißt, da fühlt man sich zu Hause. So. Und für mich war es aber wichtig, das Ganze eben irgendwie in einer geraden Zahl zu haben. 56 mm Mensur. Die anderen Modelle haben 640 mm Mensur. Kennt man noch manchmal von klassischen Gitarren. Da kommt es eigentlich doch schon öfter vor. Edelstahlbünde, auch aus Deutschland. Die Bridge hier ist eine ABM aus Berlin. Auch bei den anderen zwei Gitarren, ansonsten auch Schaller Mega Switch, Schaller Dome Knob. Ich habe ein Potentiometer, was sehr enge Toleranzen und hohe Lebensdauer hat, in Tschechien gefertigt. Und da probiere ich eben so lokal wie möglich alles einzukaufen. Die Mechaniken, auch Schaller Locking Tuner bei den 24-Bünde-Modellen, weil das der moderne Gitarrist eigentlich erwartet. Ja. Dadurch, dass ich europäische Harthölzer verwende, sind die Gitarren laufen die Gefahr, etwas schwerer zu sein.
Ich reduziere da dann einfach die Korpusdicke, so dünn wie ich es machen kann, um noch die Megaswitch und alles reinzumachen. Das heißt, wir sind hier, je nachdem, womit man es vergleicht, 5 bis 8 mm dünner als eine Standard-E-Gitarre. Zusätzlich der fehlende Lack trägt auch ein bisschen dazu bei, dass das Gewicht reduziert wird. Das heißt, bei der 7-Seiter sind wir tatsächlich bei 3,5 Kilo und bei der normalen 6-Seiter 24 Bünde sind wir bei 3,3 Kilo. Also nicht schwer, kann auch noch im Rentenalter bestimmt gespielt werden, ja. Okay, nur Volume, keine Tonregelung? Hast der Heiko mich für, aber die meisten Gitarristen, mit denen ich spreche, ist es letztendlich so, dass sie in den 80-90% der Fällen entweder gar nicht einsetzen oder halt, dass ganz viele Gitarristen ihn wirklich auch nicht einsetzen. Für mich kein Problem, einen Tone-Knob zu verbauen. Das neueste Modell, auch gerade wegen nur einem Tonabnehmer und weil es eben in der Art Gitarre auch gängig ist, deswegen möchte ich nicht zu viele Leute vor den Kopf stoßen, habe ich das implementiert. Ich kann das auch hier jederzeit mit einbauen. Bei der Konfiguration kann sich der Kunde das quasi dann selbst raussuchen. Ja. Geht beim Verwenden des Volumes der Ton ein bisschen Brillanz weg? Nee, ich habe einen Treble Bleed. Also Treble Bleed genau. Drin. Okay. Man muss sich für einen entscheiden, auch das ist die Endlos-Diskussion, je nachdem, wie man fragt. Ich habe mich für einen Kondensator entschieden und das ist ein Klang, der bleibt relativ konstant. Er wird vielleicht etwas brillanter, sage ich mal. Ja. Okay. Aber man verliert nicht an Klarheit. Sodass man, das mache ich gerne, eben mit relativ gutem Gain spielen kann und schön runterregeln und je nach Position dann auch noch ganze passable Clean Sounds hinkriegt. Ja. Okay. So, ein Detail ist, glaube ich, noch auf der Rückseite versteckt. Ein Detail? Bei der Gitarre ganz besonders, aber allgemein. All meine Gitarren haben zum Beispiel Gewindeeinsätze und Mechanikschrauben. Das habe ich auch bei der Backplate. Das heißt, auch die Backplate ist mit Gewindeeinsätzen verschraubt. Man kann auch diese Schrauben, so oft man will, lösen und wieder festziehen mit der gleichen Verbindungsqualität. Das heißt, diese Gitarren sind auch zerlegt im Koffer hier angereist mit mir und nicht in Flight Cases und sonst was. Ich habe auch bei den Mechaniken welche gewählt, die keine Schraube haben. Weil ich der Meinung bin, Holzschrauben brauche ich nicht an einer Gitarre. Okay. Ich habe auch, bei den Modellen ist es noch so, dass die Gurtpins noch mit sehr guten Holzschrauben festgemacht sind. Das wird nicht ausreißen, auch besonders, weil es Esche ist und das verschraubt wird. Aber bei dem neuesten Modell ist es so, dass ich hier tatsächlich auch mit Gewindeeinsätzen arbeiten konnte. Und jetzt auch hier eine normale M4-Schraube habe. Also die kleine IKEA-Variante. Sozusagen, ja. Die geht in die Gewindeeinsätze und damit kann auch diese Verbindung jederzeit gelöst und wieder angezogen werden. So oft man möchte, ohne Qualitätsverlust. Und das war das Wichtige. Denn ich kann... Steht in der Bedienungsanleitung für jede einzelne Schraube ein Newtonmeter-Wert? Nein. Das Gute an den... Du hast ja gesagt, du bist Ingenieur. Das kann ja gar ja nicht sein. Das mein weh. Bruder hat gesagt, ich soll sogar diese vorgefertigten Drehmomentschlüssel mit beilegen, damit es... Ja. Aber das Gute an den Mechanikschrauben und den Gewindeeinsätzen ist tatsächlich, dass du merkst, wann es fest ist. Ja, okay. Bei der Holzschraube hast du immer das Gefühl, da geht noch ein bisschen und du wusstest, dass sie fest genug war in dem Moment, wo sie auf einmal lose wird. Ja, nach fest kommt ab. Ja, genau. Und hier ist eben fest und du merkst, oh ja, das ist fest. Ja. Okay. Alles klar, dann danke ich dir für den kleinen Rundgang und Dankeschön. Hab viel Erfolg hier. Vielen Dank, eine Wahnsinns-Show. Ja. Newbie of the Year sozusagen. Sozusagen, ja. Danke. Get me a boss man, one that treats me right. Work hard in the daytime, rest easy at night. Big boss man.